Das Krisengespräch im Kanzleramt dauerte rund 2 Stunden. Dann war klar, Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen muss seinen Posten räumen. Bundesinnenminister Seehofer hier beim Verlassen des Kanzleramts nach dem Gipfel übernimmt Maaßen als Staatssekretär. Der war nach seinen Äußerungen zu den Ereignissen in Chemnitz zur Belastungsprobe für die Regierungskoalition geworden. Die SPD hatte vehement auf Maaßens Entlassung gepocht. Weitere Einzelheiten soll es morgen geben. Und das Ganze für uns verfolgt hat Michael Wöhnweber. Er steht jetzt vor dem Kanzleramt. Michael, es gibt ein glimpfliches Ende. Die Koalition bleibt beisammen, aber dennoch, alle Beteiligten sind irgendwie beschädigt. Ja, es bleibt auf jeden Fall ein schaler Beigeschmack. Die GroKo-Krise, die ist vorerst, so muss man es vielleicht formulieren, vorbei. Aber es bleibt natürlich doch der Eindruck, dass die Sozialdemokraten da eingeknickt sind, sich als Karrierebeschleuniger am Ende sogar für Hans-Georg Maaßen betätigt haben. Ja, sie haben es erreicht, dass er als Verfassungsschutzpräsident abgelöst wird. Aber auf der anderen Seite hat Horst Seehofer, der Innenminister, erreicht, dass der Mann für höhere Weihen dann ins Auge gefasst wird als Staatssekretär. Und das ganz konkret lohnt sich für Hans-Georg Maaßen auch. Er wird hochgestuft von B9 auf B11, Besoldungsstufe, macht 2.000 € im Monat mehr. Und da wird sich Andrea Nahles, die sozialdemokratische Parteichefin, sicherlich doch einige Fragen auch aus dem eigenen Parteivolk gefallen lassen müssen. Florian Poss aus Bayern, der spricht zum Beispiel davon, dass es ein Schmierentheater gewesen sei hier im Kanzleramt. Und das richtet sich durchaus als Kritik auch an Andrea Nahles. Und aus der Opposition hören wir natürlich jetzt auch Empörung von unfassbarer Mauschelei, spricht Katrin Göring-Eckardt. Und der grüne linke Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch spricht, dass das Innenminister zur Rampe verkümmern würden. Und im Original hört sich das so an. Dass Herr Maaßen geht, ist eine gute Nachricht. Aber dass Herr Maaßen de facto befördert wird, ist für mich wirklich unfassbar. Das Innenministerium wird zur Resterampe für unhaltbare politische Beamte. Dass die SPD das mitträgt, ist für mich unfassbar. Offensichtlich ist es so, dass sich Illoyalität gegenüber der Kanzlerin auszahlt. Diese Regierung ist sichtbar nur noch im Krisenbewältigungsmodus. Es ist die Koalition der Wahlverlierer und eigentlich ist sie schon nach einem Jahr gescheitert. Michael, dass die Opposition die Regierung kritisiert, das überrascht jetzt nicht weiter. Dennoch, das Ganze muss man ja nun auch noch der Bevölkerung, dem Wahlvolk verkaufen. Oder fragen sich ja doch viele, ob die Koalition nichts Wichtigeres zu tun hat als diese internen Machtkämpfe. Ja, zuerst einmal ist sicherlich gut, dass diese Krise vorbei ist, dass man sich vielleicht aufs Tagesgeschehen konzentrieren kann. Vielleicht deswegen, weil ja durchaus nur abzuwarten ist, was sich in der SPD tut, weil da hundertprozentig, wir haben ja schon gehört von Florian Poss aus Bayern, SPD, der das als Schmierentheater bezeichnet, da könnte sich durchaus noch etwas zusammenbrauen. Und dass man hier ohne Kommentar aus dem Kanzleramt herausgelaufen ist, beziehungsweise herausgefahren ist, das zeigt natürlich ebenfalls schon, dass man vielleicht nicht so hundertprozentig glücklich darüber ist. Ja, der Bürger, dem hat man 10 Tage lang diese Krise zugemutet, ist abgelenkt worden von den vielleicht wirklich wichtigeren Dingen dieser großen Koalition, den Vorhaben, die sie da noch zu bewältigen hat. Aber vielleicht, das ist die gute Botschaft, kann man sich ja tatsächlich jetzt aufs Arbeiten konzentrieren. Aber ausgemacht ist das ja noch nicht. Und du wirst das Ganze weiter für uns verfolgen. Dankeschön, Michael Wöhnweber.